Damit der Kalb gesund bleibt, braucht es viel Frischluft und saubere Stroh, Ruhe im Stall. Mit den Viechern ruhig sein und dann sind sie auch ruhig. Und dann baut man auch eine Beziehung auf zu den Viechern, man redet damit. Da ist der Hinterhölzer im Hof in Obrau. Bewirtschaftet den Hof mit Tiroler Graufi, noch gelber Mast, Milchmast. Und den Rest von der Milch mache ich Graukäse und Butter, wenn ich sie am Hof verkaufe. Dreieinhalb bis vier Monate ist er, dass ein Graufieh hat dann zum Schlachten bereit. Also Lebendgewicht ungefähr 170, 180 Kilo. Weiß ich nicht, wie es in Argentinien in den Fisch geht, aber mein Stall geht es sicher nicht schlecht. Sie können fast alle Tag ins Freie, können sie in der Bürsten. Mein Fisch wird direkt geschlachtet. Das ist mir ganz wichtig. Wenn es in der Früh weggeht, auf das am Abend schon geschlacht. Wenn Sie einheimische Besuch kaufen, erhalten Sie die Landwirtschaft, die Bauern, dass sie bleiben.